Ich habe mir ein Gameplay-Video angeschaut. Ich wollte nicht zu viel sehen, aber ich fand es sehr interessant. Und es macht bis jetzt auch sehr viel Spaß. Wir wissen noch nicht viel über unseren Charakter. Sie ist zwar eine Valkyrie und geht den Befehlen von Odin nach. Und ihrer Mission. Strikt folgt sie der. Hallo Draco. Ich bin noch nie jemand mit solch brennender Leidenschaft begegnet. Er flehte so aufrichtig, dass ich ihn davon trinken ließ. Nur 3 Schlucke, wohlgemerkt. Und er stand auf und ging. Aber er wird zurückkommen und ich werde ihn in die Arme schließen. Dann warte mal ab, hab auch so gedacht. Im positiven oder im negativen Sinne? Hast du eigentlich mal in die nordische Mythologie reingeschnuppert? Ja. Auch mit vielen verschiedenen Spielen. Aber auch gelesen. Aber da gibt es so viel, das ist schon sehr, sehr komplex. Also nordische Mythologie finde ich sehr, sehr interessant. Also. Und wie riecht sie? Kalt und nordisch. Und Namet. Ach, Met, Milch und Feuer. Oh ja, geil. Feuer. Lagerfeuergeruch. Ritterkommandant? Wie stark das klingt. Hoffentlich werde ich eines Tages auch ein starker Ritterkommandant. An sich positiv würde ich behaupten, es fordert sich eben ein kleines Häppchen scheinbar vorerst. Okay. Ich vorerst. Ich bin sehr gespannt. Essen ist bestellt. Was gibt's Leckeres? Guck mal, ich brauche gar nicht die Karte. Ich finde die Blumen alle alleine. Pah. Untote! Untote kommen! Verdammt, warum entsetzt das niemand mehr? Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, wenn dieser Ort überrannt wird. Die Blumen waren auf der Karte, habe ich nur gesehen. Das habe ich auch eben erst bemerkt. Ja, diese blauen Punkte auf der Karte sind die Blumen. Das habe ich auch eben erst gecheckt. Ja. Also die sind mir von Anfang an aufgefallen, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Jetzt bin ich einfach mal so dahin gelaufen und da ist einfach eine Blume gewesen. Ja, toll. Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber erst wenn man die findet, oder? Nee, wenn ich hingehe, ist da eine Blume. Ich gehe jetzt da nach oben. Da ist dann, wird dann eine Blume sein. Aber ich darf noch nicht hingehen, weil jetzt wahrscheinlich ein Boss kommt. Ja, ein bisschen weiter nach oben, bitte. Was? Ist alles egal. Was ist das? Ein blauer Punkt? Was macht er? Er leuchtet blau. In der Tat. Hallo, Big Cat. Wärmflasche ist was Nices. Das ist eine sehr gute Idee, Ben.
Ich hab die einfach voll ignoriert und die Karte auch. Ich auch. Mir ist das jetzt auch erst aufgefallen. Darum sammle ich jetzt gerade die Blumen hier ein. Ist eh weiter oben. Unvermeidbare Angriffe. Aua. Wenn er rot blinkt, okay. Irgendwo dahinter sein. Komme ich dahin? Wie? Komme ich dahin? Ist da alles zu? Muss einen Weg geben. Und zwar über den Dächern. Ist die Blume. Wie lang streamst du heute? Weiß ich gar nicht. Mal gucken. Hey, Reisender, hast du schon gehört? Die Prinzessin ist verlobt. Sie ist so wunderschön. Ich bin sicher, dass eine gute Partie für sie gefunden wurde. Jetzt sollte die Zukunft von Belle-El-See gesichert sein. Also ich sollte es heute nicht übertreiben, weil morgen sehen wir uns ja eh schon wieder. Also wir sehen uns die ganze Woche schon. Es sind einfach zu viele Spiele. Ich komme einfach nicht mehr hinterher. Wenn ich nur dreimal die Woche streame, das funktioniert einfach nicht mehr so. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich jede Woche so viel streame, aber es kann sein, dass ich dann wirklich mal noch einen Tag mit reinpacke. Dass es dann vier sind oder so. Alleine wegen Xenoblade und so. 5 Tage Liss? Hey, wenn es euch freut, freut es mich umso mehr. Ich höre Gegner. Da. Hab langsam Burnout. Ach, halt die Klappe! Ja, dann Daily Stream. Ja, Daily werde ich nicht hinkriegen, aber öfter mal. Ich habe die Woche einfach voll extrem Bock gehabt anzumachen. Ich weiß nicht. Einfach anmachen, einfach spielen. Ich meine, Xenoblade Chronicles 3 sind wir schon ein bisschen weitergekommen. Freund Tools hab's dann nach der Arbeit immer einen Stream. Ist doch schön. Ich hab gar nichts neben der Arbeit und dem Stream, das ist das. Also ist mein Stream nicht schön für dich. Okay, merke ich mir Keks. Mein Stream ist also nix. Okay. Wo ist der nächste fette Gegner? Den nenne ich Keks. So. Begib dich zur Burgmitte. Da kann ich speichern. Das ist kein gutes Zeichen. Hier, da habe ich die ganzen Blumen verpasst. Das kotzt mich voll an gerade.
Ich nach Boss, ja. Oh je. Ich kann meine Waffe nicht verbessern. Nein! Ich habe keine Rune. Nein! Nein, was heißt schlimm? Okay, ich habe da was zu tun. Mach nichts anderes. Zum Teil, wenn du etwas schief auf Dauer. Ich werde jetzt nicht jede Woche komplett 5 Tage streamen. Das überlebe ich auch nicht. Das da vorne, dieser komische Umschattung da. Oder ist das einfach nur ein Loch? Oh, was ist das denn da? Scheiß auf Upgrades. Skill Mode! Ja, Hilfe! Ah, die Musik vom Spiel ist aber auch so geil. Ich sag das schon 1000 Mal, ich weiß, aber es gibt kein Zurück mehr. Oh nein! Okay, Angriff wird verstärkt für eine gewisse Zeit. Das ist ja wunderbar. Ist auch ein Blümchen. Bienchen und Blümchen. Und nächstens ein paar Fertigkeiten machen. Drücken von Viereck direkt nach Abwehr eines gegnerischen Angriffs wird ein schneller Hiebkonter initiiert. Okay. Ah, okay, das ist cool. Ob ich das jemals mache? Ich weiß nicht. Gute Nacht, Pierre. Schlaf schön. Danke, dass du nochmal reinschaust. Doppel ausweichen kann ich jetzt. Cool. Was ist mit Bienchen und Blümchen? Du bist Marvin. ライトニングボルト!
Ja, es war klar. Aua! Finisher! Alter, was ist das für eine Ebene hier? Ich schreibe mir morgen noch ein bisschen. Ja klar, warum nicht? Puh, ich habe gerade so viel zu tun. Die Bestellungen häufen sich und häufen sich. Haben Sie denn nie genug? Ich habe mich schon erschrocken, Mann! Was ist Scheiße! Sehr elegant. Ich hatte geglaubt, dass mein Heimatland durch seine Magie geschützt wäre, aber es ist gefallen. Daher liegt es nun nahe, dass die von den Göttern geschützten Königreiche auch eines Tages untergehen werden. Da kann ich nicht nach oben schauen, schade. Wir haben so viele Freunde verloren, seit der Krieg begann. Vielleicht steht sogar Asgard am Rande der Zerstörung. Oktober? Ja. Das ist cool. Das ist echt cool. Also, ich bin jetzt, Micha, wünsche dir noch viel Spaß beim Stream und alles klar, ich wünsche dir viel Spaß beim Micha. Danke, dass du da warst. Grüß den Micha von mir. Wenn du deine Freundin erst fragen musst, wie es ihr geht, um sich rausstellt, sie war heute total im Arsch und hatte Gedanken, nett, dass ich das nicht geschrieben bekomme, sondern nur, wenn ich frage, dachte, wir sind Freunde oder so. Ja, weiß nicht. Bin manchmal leider auch so, dass ich eher das so zurückhalte, bis man mich vielleicht fragt, weil ich andere nicht damit... Bei mir liegt es daran, ich möchte andere nicht damit reinziehen oder belästigen oder dass sie dann scheiß Laune oder so kriegen.
Die Hunde sind übel. Aber die mögen kein Feuer. Ich frage mich, könnte ich auch hier runter? Da unten sind nämlich auch Blumen, wie ich sehe. Tatsache. Was, du hast eine Walküre gesehen? Ha, dann stimmt es wohl, dass sie zu jenen kommen, die ihren Tod nahe sind. Aber ich glaube, eine Walküre würde keinen Verlierer wie dich aussuchen. Wow. そうはショーのことに。立ち止まっている暇はない。 Alles gut, Chloe, ich verstehe dich da. Ich sag ja auch nie, dass das eine gute Eigenschaft wäre. Weil ich weiß, dass sich auch die Freunde Sorgen machen. Oder wissen wollen, wie es den Menschen geht. Das weiß ich, aber es ist auch schwer, sich sowas abzugewöhnen. Also bei mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es bei ihr jetzt da ist. Warum und weshalb. Dass ich mich gerne verschließe, es liegt an vielen verschiedenen Gründen. Es ist schwer, das loszubekommen, leider. Ich weiß, dass das eine Sache ist, die... Ich versuche auch dran zu arbeiten, aber das hat viele Gründe, warum das so schwer ist, leider. Essen ist im Bildfood Gassen. Da gucke ich mal rein. Also. Oh, geil. Oh, die Pommes auch lecker. Mmh. Gönn dir, Stefan. Oh, lecker. Nom, nom, nom. Lecker. Ich starre gerade auf das Essen so. Oh. Die Fragen kann man ja ruhig, Klaus. Das ist es ja. Das ist ja nicht schlimm für mich. Bei mir liegt es aber auch daran, ich habe mehrere Menschen um mich herum
Und da müsste ich jeden, um das fair zu gestalten, müsste ich jeden Einzelnen anschreiben und ihnen sagen, wie es mir geht. Und dann halt natürlich auch fragen, wie es der Person geht. Das mache ich sowieso immer. Wenn man mich auch fragt, das ist dann ein bisschen belastend. Weil ich will dann niemanden außen vor lassen irgendwie. Das ist dann auch noch so eine Sache. Das kommt erst an zweiter Stelle. An erster Stelle ist verschließen. Ist nicht gut, ich weiß. Hallo Nero. Sagt aber nichts so. Zu was? Oh, jetzt bin ich auf der Seite. Hat das wieder etwas zum Lachen gebracht? Ja, ich habe darauf reagiert, direkt nach dem Stream. Also ja, ich musste dabei kichern. Hat den Zweck erfüllt. Ich brauche blaue Juwelen, 150. Uff. Die arme Katze erstmal tock, tock, tock vom Hund. Ja. Die haben mir ein bisschen leid getan. Man ist einfach, wie man ist. Jeder ist anders und hat seine Gründe. Mache mir da auch so viele Gedanken zu. Wenn ich merke, dass es jemandem nicht gut geht, frage ich. Ansonsten lasse ich es. Es ist das Einzige, was man noch tun kann. Also wenn man jetzt jemanden fragen möchte, wie es ihm geht. Manche verstecken sich ja auch extrem hinter einer Fassade, um nicht so rüberzukommen, als ob dass es einem schlecht geht oder nicht, und das ist dann schwierig rauszufinden, ob es einem gut oder schlecht geht. Ja, es ist alles sehr komplex. Menschen sind schwierig und ich bin auch nicht einfach, was solche Sachen angeht. Aber bei mir ist viel aus der Vergangenheit leider, was mich da ein bisschen kaputt gemacht hat, dass ich mich da sehr vorsichtig, ja, schwierig, ist echt schwierig. Es möge zwar viele Leute gestorben und das Land zerstört worden sein, aber zumindest bin ich frei. Zum Glück für mich scheinen auch ein paar Tiere überlebt zu haben. Das Leben findet immer einen Weg, genau wie ich. So eine Fassade zu erkennen ist schwer bis unmöglich. Ja, wenn die Fassade gut ist, dann ja. Aber es gibt auch den Unterschied zwischen Fassade oder professionell sein. Ich versuche hier im Stream zum Beispiel professionell rüberzukommen, was sowas angeht. Und lasse das Private, was im Moment so am Abkacken ist bei mir, außen vor. Manchmal bröckelt ein bisschen dann dieses Professionelle, wenn ich dann im Moment wieder scheiß Nachrichten oder so am Handy kriege, weil wieder irgendwas los war oder. Aber ich versuche das zu trennen, weil ich will hier meinen Spaß haben, hier mich ablenken, hier auch für Unterhaltung sorgen. So, jetzt habe ich die Blümchen hier, ne? Dann kann ich ja eigentlich wieder nach oben. Oder kann man noch weiter runter? Das wäre cool. Oh Gott, noch weiter runter wird schwierig. Ich probiere es mal kurz. Okay, darf ich nicht. Blödes Spiel! So nicht. Gut, dann muss ich einmal jetzt wieder zurücklaufen. Toll! Ich glaube, ich kann euch ehrlich gesagt nicht mehr, wenn ich einen Freund oder eine Freundin höre, sie will nicht mehr.
ich habe gerade mega Angst, zitternd heul. Ja, das kann ich verstehen, Chloe. Für dich gehackt, auf jeden Fall. Sowas ist ja auch nicht schön. Sowas ist nicht schön, egal für welche Seite. So. Also hier rum. Permanente Angst in einer Beziehung ist keine gute Grundlage. Du solltest das mit deiner Partnerin klären. Ja. Das Problem ist aber, wenn die Person auch immer dicht macht und wieder in dieses gleiche Muster fällt, was Menschen leider sehr oft machen. Jeder von uns fällt dann wieder in sein altes Ich zurück. Wenn man an irgendwas arbeitet, man merkt dann, oh, ich mache ja das Gleiche, woran ich eigentlich arbeite, dass es nicht mehr so ist. Das ist halt schwer. Aber es kommt doch auf das Thema und die Situation an. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Ich kann nicht mehr reden, Mann! Mach die Kiste auf! Ich kann... Was? Ich kann es nicht mehr annehmen? Ich habe zu viel, oder was? Au! Idovi. Ich spare den Heilung. Das tue ich sowieso. Ich habe die, glaube ich, noch nicht einmal benutzt. Glaub, dicht macht, dann muss sie zur Not die Therapie. Dann Schuss geht's. Das ist riesig hier. Toll, ist Hand in Hand bringen den neuen Boss raus. Schlecht ist, die wollen jetzt Drohnen rausbringen, was gar nicht zu der Zeit passt. Drohnen? Okay, das ist ja. Okay, das finde ich gar nicht passend. Ich meine, ich spiele jetzt nicht Hand, aber ich schaue dir ja mal zu, wenn du spielst. Ah, das passt wirklich null. Warum?
Hab leider keine PS4 oder PS5 für das Game. Gibt's das nur auf der Konsole? Oh, der Arme, der tut mir gerade ein bisschen leid. Der hatte gar keine Chance. Hab schon von vielen gehört, dass sie dann aus dem Spiel gehen, weil das scheiße ist, ne? Ja. Was genau haben denn die Drohnen für eine Funktion? Es gibt ja verschiedene Drohnen. Aber ich weiß nicht. So zum Ambiente passt das gar nicht.